Jan und herzlich willkommen zurück zu Angry Food Level 10 Lieferketten. Hyper Hyper schließt ein Level innerhalb von 15 Sekunden ab, 30 Sekunden. Nee, ich verstehe es nicht, wie das gehen soll. Ich muss, glaube ich, mal ein Video schauen, wie das möglich sein soll, diese Speedruns zu schaffen. Willkommen in der Wellness-Oase für Angestellte. Hier bei den Heuschrecken ist uns dein Wohlbefinden wichtig. Stelle bitte vor dem Betreten sicher, dass du ausreichend Wellness-Gutscheine dabei hast. Ich sorge dafür, dass alle Angestellten entspannt bleiben. Bitte bleib entspannt, sonst passiert was. Pizza Pig. Was ist hier für ein beschissenes Zeugs? Das Wasser hier ist angenehm warm. Das ist kein Wasser. Das sind fucking Bälle. Ich möchte wieder auf die Rutsche. Aber mir fehlen die Kutsche. Wir sind die besten Rettungsschwimmer in der Gang. Wir sehen nicht nur gut aus, wir sind auch extrem aufmerksam. Wenn jemand da drin wäre, würden wir ihn mit Argus-Augen beobachten. Argus-Augen? Kenne ich nicht das Wort. Okay, von hier unten sah das ziemlich weird aus, was diese Maus da macht. Aber von hier oben, I see. Ich will mein Buch im Bällebad lesen, aber ich habe nie gelernt zu schwimmen oder zu lesen. Ja, ich weiß, es wirkt erniedrigend, aber ich tue alles für eine Beförderung oder dafür Füße zu berühren. Ich liebe das Spiel für diese Dinge. Wir dürfen das Büro nicht verlassen, bevor die Sonne untergegangen ist. Aber ich schaffe es trotzdem, mein Vitamin D zu bekommen. Hashtag es geht alles. Hashtag Heuschrecken. Hashtag Was? Arbeitist. Arbeitistleben. Ich weiß, es sieht gefährlich aus. Aber meine Mama hat sich bei meinem Namen was gedacht. Und einer meiner zweiten Namen ist Gefahr. Tom Backelgefahr, Tauchunfall Peters. Tauchunfall Peters! Please do not pee in the pit. Ich war mal Mitglied bei den Brutalos. Die Arbeit für einen Großkonzern ist schon okay. Aber mir fehlt es, meinen Opfern in die Augen zu sehen. Automaten. Ich sehe es schon wieder, dass wir da spielen müssen. Ich kann mir kein Essen leisten und ich habe keine Wellness-Gutscheine mehr. Daher wird das Abendessen heute ein Experiment. Fucking Geld. Früher habe ich hier die Gerüchte verbreitet, aber selbst das läuft heute automatisiert. Denn ist auch nichts heilig. Okay. Ist das wirklich der richtige Ball? Natürlich, das ist die neueste Technologie aus der F&E-Abteilung, der Tischtennisball 4000. Oh. Meine Firma ist total cool und legt Wert auf Spaß. Wie bei Google. Wir haben sogar Tischfußball im Büro. Nice. Oh ne, da hat man bestimmt einen Achievement bekommen. Shit. Ich habe heute eines dieser Mitarbeiter-Casinos besucht, habe mein Gehalt, meinen Bonus und mein Eigentum verloren, aber ich habe einen Wellness-Gutschein gewonnen. Das war echt cool. Dieses Spiel ist so krass. Entwickler sollten eine Fortsetzung machen. Ich werde die haben noch nie daran gedacht. Das werde ich ihnen gleich mal als Tipp ins Forum schreiben. Nee. Ach,
egal. Ich wollte die andere ansprechen eigentlich, die da unten liegt. Wir werden es sowieso nie schaffen, das Zeug hier, das Spiel kaputt zu machen. Weil ich zu schlecht darin bin. Und die Explosion links lenkt mich unglaublich ab, immer von der Spielfigur. Ich glaube, man muss, vielleicht sind es 10 Millionen, die man schaffen muss sogar. Und bei 5 Millionen fängt ein Automat an zu rauchen. Das war knapp. Wenn jetzt die Fliege, kommt, sorry, Fliege ist Schweizerdeutsch, ich wechsel das, wenn die Fliege jetzt kommt, dann raste ich aus. No! Oh Gott! Das ist so schwierig, das Spiel! Komm schon jetzt bitte! Mach, dass der Automat explodiert! Komm schon! Endlich! Bros and Pros! Ich hab sie getötet. Ich wollte mit dir noch reden eigentlich. Naja. Man kann nicht alles haben. Aber hey, das Achievement haben wir. Chips. Wie das gestrichen ist. Ich habe meine Kinder seit 2 Monaten nicht mehr gesehen. Aber die Pizza hier ist umsonst. Schlechte Mutter. Ich bin Entwickler. Ich entwickle gerade Hunger. Gut zu wissen. Ich glaube, ich habe zu viel getrunken. Ich spüre, wie mein Blut zittert. Was für ein toller Ort für ein romantisches Date. Oder für ein total platonisches Meeting zwischen 2 total normalen platonischen Kollegen. Oh, gut. Der andere sieht so und sie sieht so. Naja, ich esse immer Frucht. Chutney zum Abendbrot. Das ist die gesündeste Option. Wieso muss das Spiel immer laggen? Ich habe eine fucking 4090er Grafikkarte jetzt. Stressruhe. Und eigentlich soll das Spiel ohne Probleme laufen. Relaxation Room. So schön. Hey! Hier wird nicht zusammengebrochen. Los, zurück an die Arbeit. Vacation Chamber. Gut. Ist das nicht wunderschön? Es gibt doch nichts Besseres zum Abschalten als ein Ausflug in die Natur. In die künstliche Natur. Nichts entspannt mehr als ein Lagerfeuer in einer sternklaren Nacht. Boah, ist das doof und bescheuert. Der schwimmt wahrscheinlich gerade im Meer. Das Schnorcheln ist echt eine Nervnis. Nur Fische habe ich noch nicht gesehen. Aber riechen kann ich sie schon. Oh, ist das... Das ist echt doof. Work from home office. Ja, work from home from work. Die Homeoffice-Optionen bei den Heuschrecken sind fantastisch. Ich fühle mich hier wie zu Hause. Und meine Familie vermisse ich auch kaum. Alle diese Hunde. War ich nicht? Verrat mich nicht. Ich tue so, als würde ich mich auf das Meeting konzentrieren. Dabei schaut die Shit City News Gang Stuff. Ich möchte es, glaube ich, gar nicht erst wissen.
Ich bin kein Konzernsklave. Gehackt wird immer, wenn... Gekackt, sorry. Ich hab gelesen, gehackt. Im Büro ist Wein verboten. Also weine ich in meiner Freizeit. Was macht eine Frau hier drin? Kannst du nicht anklopfen? Kann ich denn nirgends meine Arbeit in Ruhe verrichten? Niemand hier respektiert meine Privatsphäre. Du bist auch auf dem falschen Klo. Mein Vorgesetzter ist ein Mikromanager. Bei dem Druck kann ich einfach nicht. Das kann noch länger dauern. Oh Junge, was passiert? Was zum Teufel? Sorry. Ich hätte nicht mein Postfach schauen dürfen. Was machen die hier? Wir waren mal Konkurrenten. Aber dank der neuen bindungsfördernden Pissoir wurden wir zu guten Freunden. Nichts kann uns trennen. Wir bringen sogar unsere Frauen zum Abschluss. Sätze. Ich meinte Sätze. Wait. Abschluss oder Abschluss? Abschluss. Okay. Ich wollte schon sagen. Also, ja, doch. Ich glaube, das kann helfen. Oh Gott. Ach so, okay. Die Frauen gehen auch da rein. Gut. Next. Money Virtue. Es ist Zeit für meine stündliche Loyalitätsbekundung gegenüber der CEO. Sie verdient das 46.217-fache meines Gehalts. Aber bald wird auch hier unten bei mir der Geldsegen ankommen. Naja. Die CEO ist alles, was ich an einer Frau toll finde. Ich bin Dreck unter ihren High Heels. Und sie kann sich die Miete leisten. Ich bin verstört. Surfucker Inc. Schön mit den Pizzen abgeschmissen. Nee, nicht schon wieder die Viecher. Musik liebe ich einfach immer noch. Okay, komm wieder mal ein bisschen Energy Drinks trinken. Wahrscheinlich müsste man für die ganzen Speedruns die ganzen Energy Drinks trinken. Die Ideen mit dem Klo sind mir. Crazy. Hä? Ich verstehe nichts. Nur wo geht's hier lang? So, da kommen wir her. Was ist mit dem FPS immer los?
Na, machen Sie mal. Haben hier Kameras gerade ein Date gehabt? Ich will es gar nicht erst wissen. Okay, die sterben einfach so. Das tut auch gut zu wissen. Rote Suppe ist auch schlecht für uns. Wo geht's hier wieder hoch? Alright. Ich hoffe, wir haben alle. Haben wir nicht. Dann erneut spielen. Was haben die Wolf verpasst? Wir sind vielleicht Gegner, die... die vielleicht einen die... besser gefangen. Noch nicht tot waren, kann gut sein. Oh shit. Nice, wie er auch tanzt, der Fette. Ich dachte, er wäre tot. Jetzt will ich wieder durchrushen und das kommt nie gut. Okay. Warten bitte! Frage, ne, da oben. Okay. I see that shit. In den Dingen hier oben können noch viele sein. Wo ist da ein Ball? Den haben wir, glaube ich, auch übersehen. Oder den ganzen Raum. Oh Gott! Ja, den ganzen Raum haben wir übersehen. 40 Stück. Ich da
dachte schon, da gibt es ja zwei Fenster irgendwie. Aber wir sind bloß in einem Fenster. Mies. Mies, mies, mies. Das Spiel ist echt ein bisschen nervig, wenn es so laggt. Ich habe keine Ahnung, wie ich das verbessern soll. Wir mal ein bisschen Pömpel! Na shit. Ich hab einen Pömpel weggeschmissen. Ja, die Kameras haben echt ein Date. Nee, ich schmeiß ihn wieder weg. So. Die sind ja alle dead, oder? Hab ich zumindest. Das war jetzt doof von mir. Hey, wo ist die Waffe von ihm? Das ist jetzt doof. Haben wir die Schlange schon? Komm, irgendjemand muss noch Munition haben. Gibt's diesmal hier keine Schlange? Here.
Shit. Einmal außen rum. Okay, hier geht's nicht mehr. Das war's neu. Der hat einen Pömpel dabei, die hätten mich bestimmt. Was hat's eigentlich immer mit diesen Toastern auf sich? Wollen sie bestimmt mich da reinziehen? Schade, geht nicht. Wollen mich bestimmt da runterziehen. Das war vorhin echt doof, dass ich da in diesen Kübel reingesprungen bin. Oh Gott! Oh, danke fürs Retten! Also ich treffe gar nichts. Okay, da hinten lebt noch einer. Sollten alle dead sein? Die sollen auch alle dead sein, die auch, dann müssen wir nehmen. Hier drin ist auch nirgendwo jemand. Ich glaube, das war's jetzt. Aber so wirklich. Okay, zum Glück haben wir den noch gesehen. Jetzt müssen es alle gewesen sein. Nochmal kurz einen Blick. Aber das sieht gut aus. Ich hoffe, das waren jetzt alle. Nice. Gut, dann würde ich sagen, war's das wieder für diese Folge von Angerfull. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Haut rein. Tschüss.